Schön, dass ihr heute alle hier seid. Wir sind auf der Straße gegen Patriarchat und Kapitalismus. Auf der ganzen Welt demonstrieren heute Frauen gegen die sexistischen Bedingungen, die uns auferlegt werden. Während wir hier auf der Straße sein können, wurden in Madrid die Demonstrationen zum 8. März verboten von der angeblich linken feministischen Regierung. Die Kriminalisierung von Protesten im vergangenen Jahr ist nichts Neues. In Deutschland wurden die Hanau-Gedenkdemos verboten, unter dem Vorwand von Corona-Schutz, während Corona-LeugnerInnen frei protestieren durften. Das letzte Jahr hat uns so deutlich gezeigt, was wir für den Kapitalismus wert sind. Nur so viel wie unsere Arbeitskraft. Während wir jeden Tag ausgesetzt sind, uns zu infizieren, unsere Kinder in überfüllte Notbetreuung zu geben, müssen wir weiter in nicht essentiellen Sektoren arbeiten. Sorry. Das heißt, jeden Tag müssen Menschen Produkte bauen, produzieren, herstellen, die wir gerade gar nicht brauchen. Die Reproduktionsarbeit lastet auf unseren Schultern, entweder schlecht bezahlt im Gesundheits- und Pflegewesen oder unbezahlt im Haushalt. Frauen müssen gerade Homeschooling, Homeoffice und die ganze Betreuungskrise unter einen Hut bringen und werden dabei vom Staat im Stich gelassen. Die Privatisierung und Outsourcing im Gesundheitswesen nehmen immer weiter zu und führen zu immer schlechteren Arbeitsbedingungen. Diese Abwertung der Reproduktionsarbeit hat System, denn im Kapitalismus stehen die Profite über unserem Leben. Die Krise des letzten Jahres hat ganz deutlich gezeigt, auf die Bosse und auf diese kapitalistischen Regierungen können wir nicht vertrauen. Die einzigen, die diese Situation zum Wohle aller lösen können, sind die Beschäftigten. Deswegen müssen wir dafür kämpfen, dass das Gesundheitssystem unter der Kontrolle der Arbeiterinnen und Arbeiter verstaatlicht wird, dass sie diejenigen sind, die entscheiden, wie das Gesundheitssystem organisiert wird. Die Menschen in den Betrieben sollten diejenigen sein, die entscheiden, welche Produktion heute essentiell ist und welche nicht. Sie sollten entscheiden, unter welchen Bedingungen sie arbeiten können, um ihre Gesundheit zu schützen und welche nicht. Es hat sich gezeigt, dass die unbezahlte Hausarbeit nicht mehr die individuelle Verantwortung von Familien und Einzelnen sein kann, sondern dass wir sie vergesellschaften müssen, dass sie von uns allen gemeinsam organisiert werden soll zum Dienste unseres Lebens und nicht zum Dienste der Profite der Kapitalistinnen. Für diese Perspektive dürfen wir auch kein Vertrauen in sogenannte linke Regierungen haben. Das haben wir gesehen im spanischen Staat, wo jetzt die Proteste verboten wurden von der linken Regierung. Das kennen wir hier aus Berlin auch zu Genüge, wo die rot-rot-grüne Regierung mit der Linkspartei seit jahrelang für Outsourcing in den Krankenhäusern zuständig ist. Die einzigen, auf die wir zählen können in dieser Situation, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Geschlechter. Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Reproduktion und der Produktion, die gemeinsam kämpfen, weil sie diejenigen sind, die gemeinsam die Kapitalistinnen und diese Regierung da treffen, wo es ihnen richtig wehtut, bei den Profiten. Und damit die Arbeiterinnen das können, müssen sie diese Perspektive auch durchsetzen. Sie müssen sich in Versammlungen zusammentun, darüber diskutieren und müssen diese Perspektive gegen die Bürokratinnen und Bürokraten in den Gewerkschaften durchsetzen, die immer wieder alles daran setzen, feministische Kämpfe nicht mit ihren Kämpfen zu verbinden, die es verhindern, dass die Arbeiterinnen der Produktion und der Reproduktion gemeinsam kämpfen. Dagegen, was wir brauchen, ist dagegen eine Strömung von klassenkämpferischen Gewerkschaften, antibürokratischen Gewerkschafterinnen, die genau dagegen eine Antwort setzen. Als Brot und Rosen kämpfen wir international für genau so eine sozialistische, feministische Perspektive. Wir freuen uns heute auf den Straßen zu sein, hier und weltweit, und hoffen auf einen kämpferischen 8. März. Frauenkampf heißt Klassenkampf und das jeden Tag.
Ihr findet uns am Büchertisch, wenn ihr mit in Kontakt treten wollt. Dankeschön.